bei Welt. 380 Millionen Euro. Mit dieser Summe wollen die Bundesregierung und das Land Hessen der Fluglinie Condor unter die Flügel greifen. Der Überbrückungskredit ist durch mehrere Ministerien geprüft und dann auch bewilligt worden. Condor sei ein profitables Unternehmen an sich, das nur durch die Insolvenz des Mutterkonzerns Thomas Cook in Schieflage geraten sei. Das ist die Begründung. Mit dem Kredit werden rund 5000 Arbeitsplätze erhalten und auch rund 240.000 Passagiere können aufatmen. Condor darf weiter abheben. Erst einmal können alle aufatmen. Die 4.900 Condor-Mitarbeiter und hunderttausende Urlauber, die derzeit mit der Airline unterwegs sind oder demnächst verreisen wollen. Dank 380 Millionen Euro Überbrückungskredit von der Bundesregierung und der hessischen Landesregierung hängt die Thomas-Cook-Tochter erst einmal nicht mehr in der Luft. Eine Entscheidung, von der wir überzeugt sind, dass sie angesichts der Situation angemessen ist. Und eine Entscheidung, von der wir überzeugt sind, dass dieser Kredit auch zurückgezahlt werden kann und damit für den Bund kein Schaden entsteht, sondern weiterer Schaden vermieden wird. Der Kredit läuft laut Condor über ein halbes Jahr und muss dann vollständig zurückgezahlt werden. Die EU-Kommission muss noch zustimmen. Jetzt hat Condor erst einmal Zeit, sich aus den Verflechtungen mit dem pleitegegangenen Mutterkonzern Thomas Cook zu lösen und einen neuen Investor für seine 50-Maschinen-Flotte zu finden. Diskutiert wird ein Zusammenschluss mit TUIfly, unklar, ob die Lufthansa die ehemalige Tochter wieder in die Familie zurückholen will. Auch Air Berlin wurde von staatlich verbürgtem Geld in der Luft gehalten, doch der Rettungsversuch scheiterte. Doch anders als Air Berlin ist Condor profitabel. Erleichterung bei den Gewerkschaften. Das Unternehmen ist ein gutes Unternehmen mit hervorragenden Mitarbeitern. Und das ist es wert, quasi auch geschützt zu werden und dass es einen weiteren Fortbestand dieses Unternehmens gibt. Wer mit Neckermann, Signature, Öger, Tours, Bucher, Reißen oder Air Marine unterwegs ist, allesamt Thomas Cook Tochterfirmen, dem nützt die Einigung bei der Condor erst einmal nichts. Mit einem blauen Auge könnten Sie davonkommen, wenn Sie Ihren Sicherungsschein geltend machen. Dann bleibt die Hoffnung, dass die Insolvenzversicherung einen Teil der Kosten übernimmt. Glück haben diejenigen, die einen Flug allein mit der Condor gebucht haben. Die kommen erst einmal weiter nach Hause oder an ihr Urlaubsziel. Schauen wir zu Christina Lewinsky vors Kanzleramt, Paul Willmann im Flughafen Frankfurt am Main. 380 Millionen, das ist sehr viel mehr, als die Airline eigentlich wollte. Ich meine, das ist mal ein Vertrauensbeweis, ein politischer, oder? Ja, das ist politischer Flankenschutz, Thomas, kann man gar nicht anders sagen. Und es herrscht vor allem Aufatmen in der gesamten Reisebranche in Deutschland. Denn es sind gerade viele Reiseveranstalter, auch viele kleine Reiseveranstalter. Und dazu gehören aber auch vor allem zum Beispiel Schau ins Landreisen, aber auch TUI, All Tours, die ihr Geschäftsmodell eng verknüpft haben, eben mit Condor, und gerät Condor in wirtschaftliche Schieflage. Dann könnte das eben einen Dominoeffekt in Deutschland nach sich ziehen. Und auch das waren sicherlich Überlegungen der Bundesregierung. Man hat sich jetzt 3 Tage Zeit genommen, das Ganze intensiv zu prüfen und hat jetzt eben gesagt, Daumen hoch für diese 380 Millionen Kredit. Ein Faktor ist aber auch der Faktor Zeit, denn man möchte dem Management von Condor jetzt eben 6 Monate Zeit geben, in Ruhe einen Investor zu finden. Man möchte unter das Dach eines neuen Eigners schlüpfen. Und genau dafür ist eben dieser Überbrückungskredit auch gedacht. Und er ist auch dafür gedacht, eben die Wintermonate, wo ja generell weniger gereist wird, zu überbrücken. Denn auch das sagt ja immer wieder der Condor-Chef, dass die Liquidität durch den Mutterkonzern Thomas Cook aufgebraucht wurde und dass man deswegen so dringend auf dieses Geld angewiesen ist. Deutschland insgesamt ja nicht die positivsten Erfahrungen mit Staatshilfen, aber sogar die FDP, die dem Ganzen ja immer sehr kritisch gegenübersteht, sagt in diesem Fall, unter den gegebenen Voraussetzungen kann man dem durchaus guten Gewissens zustimmen. Und das wird Condor sicherlich sehr freuen. Damit schauen wir weiter zu Paul Willmann an den Frankfurter Flughafen. Paul, ja, wie sind denn die Reaktionen aus der Belegschaft? Ist man da bedingungslos zuversichtlich und fröhlich jetzt? Bedingungslos mit Sicherheit nicht, Lena. Trotzdem die erste Reaktion, die war ein schweres Aufatmen. Aber man hat irgendwie auch damit gerechnet. Mein Eindruck ist, dass man gerade auch bei den Mitarbeitern sehr, sehr zuversichtlich ist, was die eigene Stärke angeht. Das untermauern ja auch jedes Jahr wieder die Zahlen. Man macht Gewinn. Man hat teilweise sogar hier an Thomas Cook Geld verleihen können. Also insofern, man ist wirtschaftlich eigentlich auf stabilen Füßen. Und trotzdem vielleicht auch mal die Frage, die sich jeder selbst stellen kann. Würde man in diesen Tagen jetzt einfach zu einem
Condor-Ticket greifen. Sicherlich würde man da eventuell auch noch nach Alternativen gucken. Und das schlägt sich dann auch in Zukunft natürlich in den Buchungen wieder. Zurückhaltung, wenn das Ganze sich lang ziehen könnte. Christina hat es gerade angesprochen. Das ist eine Überbrückungskredit. Das bedeutet, man hat hier etwas Zeit gewonnen. Und da muss aber auch schnell zu Ergebnissen gefunden werden. Wer könnte eventuell bei Condor einsteigen? Lufthansa, davon ist die Rede. TUI, davon ist die Rede. Das würde dann am Ende auch wieder natürlich den Markt etwas verknappen, monopolisieren. Vielleicht dann am Ende auch höhere Ticketpreise. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Aber die eigentliche Gesamtkrise in der Luftfahrtbranche, die ist damit natürlich längst nicht überwunden. Definitiv. Vielen Dank, Paul.